mitbekommen? Wie soll sie es hinbekommen? Wie soll sie ein Kind bekommen? Eigentlich sind Freunde ja für sowas da. Sie hatte keine, als sie im 9. Monat war. Auf einmal fangen die Wehen an und schnell merkte Gianni, jetzt kommt das Baby auf die Welt. Sie kommt nicht weit, die Treppen kommt sie runter. Wo kann sie allein sein? Im Keller ihrer Mutter. Zwischen Spinnweben und Kartons sollte sie einen wunderschönen Jungen bekommen. Das Baby auf dem Schoß, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie weiß nicht mehr, ob sie weinen oder lachen soll. Aus Angst, mit dem Kind nach Hause zu gehen, bleibt sie erstmal einen Moment da draußen stehen. Sie ist erst 14, Janine. Legte aus Angst vor Stegen jetzt ihr Baby vor die Kirche und lief. Ich schätze dir die Geschichte, sie ist wirklich wahr. Und Janine, beim Mädchen, das erst 14 war. Sie hatte keinen Ausweg mehr gesehen. Sie wollte immer irgendwie vertrauen, aber viel. Sie konnte nicht am Anti-Sex vertrauen. Sie war am Ende und verlor ihr ganzes Selbstvertrauen. Nägel lackiert, eher eine, die mit 14 Schläge kassiert. Heute weiß es Janine, wenn es regnet, wird sie nass. Sie bereut es jeden Tag, dass sie ihr Baby nicht mehr hat. Sie wurde nicht glücklich und schämte sich so krass. Sie dachte immer wieder, ihr Leben ist verkackt. Eine gescheiterte Existenz, ihr Lifestyle ist secondhand. Und sie war es leid, einfach wegzurennen. Was soll sie machen, kriegt sie bald die Kurve. Sie kommt nicht klar, weil sie damals vergewaltigt wurde. Es ist Janine, vom Stiefvater entehrt. Und ihr Leben war für sie nicht mal ein Cent wert. Es war so, sie kämpfte bis zum Schluss. Doch sie wusste, dass sie all dem jetzt ein Ende setzen muss. Und sie erinnert sich zurück an ihr Kind. Sie weiß nicht weiter, stellt sich einfach auf die Brücke. Und ich schätze dir die Nimmel.